harter Hype am Start bei mir, Leute. Am 11. Juli geht's los mit Phase 4. Das Vorschauvideo kam gestern. Habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Deshalb werde ich jetzt hier nicht alles durchgehen, sondern nur die wichtigsten Sachen. Also sozusagen eine kleine Zusammenfassung aller wichtigen Sachen. Und das erste geile Ding ist, wir bekommen einen neuen, komplett noch nie dagewesenen Dungeon. Wie geil ist denn das? Es soll wohl anscheinend mit Dämonen zu tun haben. Wo der Dungeon ist, weiß man noch nicht. Der Ort ist noch nicht bekannt, aber der schaut mir sehr nach Ashenvale aus. Da musste man in Phase 1, glaube ich, eine Palarune auch holen. Und jetzt kommt für mich das Geilste überhaupt. Wir bekommen eine komplett neue Währung, wenn wir Dungeon-Bosse legen. Das heißt, pro Dungeon Boss pro Tag bekommt ihr immer eine Währung. Also sowas ähnliches wie die Marken, wie die wir aus WoTLK kennen. Und mit diesen Marken oder mit dieser neuen Währung könnt ihr euch neue Handwerksmaterialien kaufen, mächtige Ausrüstung, neue Berufsrezepte und. Also Leute, das Dungeon Farm macht wieder Sinn. Und das Geile ist, die 60er Dungeons sind die geilsten auf der ganzen Welt, in jedem Spiel, das es auf der Welt gibt. Was ändert sich an den Raids? Und zwar, wir haben zwei neue Raid-Lockouts und das ist Dienstag und Samstag. In NA und EU ist es dann Mittwoch und Sonntag. Alle Raids in SOD werden diesen Lockout-Intervall haben. Und die Raids stehen uns aber nicht direkt zum 11. Juli zur Verfügung. Blizzard wird sie erst nach 2-3 Wochen freischalten. Als erstes am 18. Juli werden die World-Bosse freigeschaltet und am 25. Juni erst Molten Core und Elixir. Das heißt, wir haben Zeit, Pre-Biscuit zu farmen. Ich persönlich finde die Änderung mega geil, weil es für Gelegenheitsspieler wie mich einfach viel besser ist und viel leichter ist, das Pre-Biscuit zu farmen und man hat einfach keinen Stress. Bleiben wir kurz bei den World-Bossen. Die World-Bosse werden für 20 Spieler gemacht, aber man kann auch mit 40 Leuten reingehen. Und die größte Änderung an den World-Bossen, das heißt, ihr müsst nicht mehr um 3:30 nachts aufstehen, wenn ihr euch euer Gildenmitglied anruft. Der Boss ist jetzt endlich da, der World-Boss. Also so war das ja damals in Classic, aber auch 2019 war das genauso schlimm. Das heißt, die spawnen einfach irgendwann und das ist keine Instanz, sondern jeder, der auf dem Server spielt, kann diesen Boss angreifen und er, die Gruppe, die ihn als erstes antriggert, also die Gilde, der bekommt auch den Loot. Das heißt, es war unmöglich für normale Spieler, einen World Boss zu killen oder jemals zu sehen. Von dem her hat das Blizzard jetzt so geändert, dass die instanziert werden und jeder kann den World Boss machen. Der geschmolzene Kern wird ein 20-Player-Raid, das wissen wir ja schon, hat 11 Bosse, Moment mal 11, MC doch 10 Bosse. Also wir bekommen einen neuen Boss. Komplett neuen Boss. Wir wissen nicht, welcher das ist. Das Tier 1 Set wird komplett überarbeitet. Das wissen wir ja schon. Wir bekommen Offset Items. Also für verschiedene Hybridklassen, für Tankklassen, die noch keine Tank-Gear haben. Zum Beispiel Tank Rogues oder Tank Hexemeister. Und wir bekommen Schwierigkeitsstufen. Und bei Erhöhung der Schwierigkeitsstufe bekommt ihr kein besseres Gear. Das heißt, es ist egal, welche Stufe ihr geht. Das Gear bleibt gleich. Aber ihr bekommt dafür mehr Loot. Das heißt, die Spieler, die höhere Schwierigkeitsstufen spielen, bekommen einfach mehr Loot. Und das Tier 1 Set wurde auch nicht nur von den Stats her überarbeitet und von den Bonis, sondern auch komplett von der Farbe. Das heißt, die Farbgestaltung ist eine andere. Zudem erhalten wir in MC und Onyxia komplett neue Items, also die davor noch nie im Spiel waren. Und die Tier 1 Sets werden überarbeitet und auch die Non-Set-Items werden überarbeitet. Das heißt, wir bekommen wirklich komplett neue Items, überarbeitete Items. Und ja, man kann sagen, die Items werden durch die Bank einfach besser, wie zum Beispiel hier. Es kommt ein Schurkenset rein für Tanks. Das Verteidigung drauf hat zwar weniger Beweglichkeit, hat dafür mehr Verteidigung. Und die anderen Sets, also die Damage Sets, bekommen einfach mehr Spellpower für Caster-Klassen und für andere Klassen bekommen sie einfach bessere Sets, mehr Stärke, mehr Beweglichkeit und so weiter. Kurz zu Onyxia. Onyxia bekommt natürlich auch neuen Loot und Onyxia ist abgestimmt auf 20 Spieler, also wie MC. Man kann aber mit 40 Spielern gehen. Kommen wir zu den Dungeons. Da geht's heiß her. Wie eingangs erwähnt, gibt's einen neuen Dungeon. Darauf freue ich mich am meisten. Aber nicht nur das. Wir bekommen komplett neue Items und richtig geile Items. Schaut euch mal das für Krieger an. Da bekommt ihr pro Blutungstick 5 Wut zurück. Oder das für Holy Paladin oder unten rechts das für das Trinket für Caster-Klassen, was euren Spell-Damage erhöht und eure Mana-Kosten reduziert. Also boom, boom, boom. Das klassische Dungeon-Set T0 steht ja gleich zur Verfügung. Logisch, bekommt ihr in den Stufe 60er Dungeons und das T05er-Set, das Upgrade, das wird freigeschaltet durch eine längere Quest-Reihe. Und wir wissen ja, es gibt ja verschiedene Sets, Spezialisierungen für die ganzen unterschiedlichen Klassen. Während der Quest-Reihe könnt ihr euch dann
eine Spezialisierung auswählen, zum Beispiel jetzt Tank, Heiler oder DD. Und das Gute ist, wenn ihr die Questreihe beendet habt, müsst ihr die nicht für jede Spezialisierung extra machen, nochmal die Questreihe, sondern die steht euch dann zur Verfügung. Wie, weiß ich noch nicht. Also wahrscheinlich müsst ihr ein bisschen Gold dafür zahlen oder durch andere Möglichkeiten. Das haben die uns noch nicht verraten. Aber ihr müsst sie auf jeden Fall nicht nochmal machen. Das heißt, für die anderen Sets, für die anderen Spezialisierungen stehen die euch dann auf eine Art halt dann zur Verfügung. Beim Blutmond-Event gibt es auch ein kleines Update. Was heißt ein kleines Update? Es gibt keine neuen Items. Die alten Items werden wieder günstiger und es wird eine neue Währung eingeführt. Mit der könnt ihr euch wieder so Erde-Tokens kaufen. Das heißt, ihr könnt mit dem Event nur noch Erde farmen. Um das geht es eigentlich. Es dient sozusagen als Ergänzung zu anderen PvP-Möglichkeiten. Aber neue Items gibt es auf Level 60 nicht mehr. Die Incursions werden auch geändert und zwar, sie werden jetzt zu täglichen Quests. Das heißt, die könnt ihr nicht mehr wiederholen. Also, es wird nicht mehr die einzigste Level-Methode sein. Ihr bekommt dadurch immer noch Erfahrung, aber nur bis Level 53. Ihr könnt die Quests auf Level 60 aber dennoch weitermachen, um euch extra Gold dazu zu verdienen. Und die Mobs in den Incursions werden ein bisschen abgeschwächt, damit es auch alleine machbar ist. Bleiben wir gleich bei den Events, und zwar das neue Black Rock Event. Es findet alle 2 Stunden statt und es gibt neue Quests, tägliche Quests und neue Mobs zu besiegen. Ihr könnt dann bei der Thorium-Bruderschaft Ruh farmen und ihr bekommt einen Zugang zu mächtigen Handwerksrezepten. Und im Inneren des Black Rocks bekommt ihr eine Menge Ehre, also viel, viel mehr wie außen. Ich könnte mir gut vorstellen, die Leute, die nach MC gehen, dass sie Bat of Small bekommen. Ja, wird spannend sein, ja, wie man da durchkommen will, wenn alle da PvP machen. Aber gut, Blizzard wird sich schon was gedacht haben dabei. Aber nicht nur bei Dungeons und Raids bekommen wir neue Items, sondern auch bei 4 neuen Ruhfraktionen. Und zwar Todebruderschaft, Agentum Dämmerung, Hydrixianer und wie heißen diese komischen Bären da? Holzschlundfeste. Komplett neu überarbeitete alte Items, also Berufsrezepte und auch komplett neue Items. Also es wird richtig spannend und wir bekommen auch so funny Items. Kommen wir kurz zu den World Buffs und zwar der World Buff War Chief's Blessing, welcher nur für Horde-Spieler zur Verfügung steht, wird auch die Allianz bekommen. Also keine Angst, Alice, ihr bekommt das auch. Eigentlich der beste World Buff für Melee-Klassen, der ist richtig OP. Wie man ihn bekommt, weiß man noch nicht, aber es soll anscheinend nicht so umständlich werden. Und natürlich gibt es in Phase 4 ein Berufe-Update. Schmiede und Lederverarbeiter können ihre Berufsspezifikationen zu geringen Kosten austauschen. Das wird aber zum Anfang von Phase 4 noch nicht zur Verfügung stehen, sondern wird erst im Laufe von Phase 4 implementiert. Das Aufregendste ist aber, dass einige ikonische Endgame-Handwerksrezepte grundlegend überarbeitet werden, wobei Dutzende von Rezepten ersetzt oder die ursprünglich hergestellten Gegenstände auf eine noch bessere Version aufzurüsten. Make SOD great again! Ich schwöre euch eins, es wird die beste Phase safe. Ich bin mir sicher, ich freue mich megamäßig drauf. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Änderungen findet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt es und 2 Wochen nur noch.